Die meisten Ideen oder Themen, also die kommen eigentlich aus meiner Interaktion mit der Gesellschaft. Ich muss etwas machen, was eine Diskussion anregt oder einen Raum bietet, wo die Möglichkeit überhaupt da ist, zu diskutieren. In meinen Stücken oder in meiner Arbeit gibt es eine Reihe von Stücken, wo ich mit und in unterschiedlichen Kontexten einfach arbeite. Mit Videokünstlern, Dramaturgen, Schauspielern, Tänzern, Musikern. Also das alles ist da und in diesem Universum bewege ich mich. Alle meine Stücke, die sind mit Elektronik. Ich habe ein einziges Stück, was das ohne Elektronik ist. Und diese Verbindung, die interessiert mich schon sehr, wie akustische Instrumente mit Elektronik zum Beispiel interagieren. Die Stücke, die entwickle ich dann zusammen mit Musikern. Also das war zum Beispiel bei Construct Deconstruct mit Quasar so, dass ich dann nach Kanada geflogen bin. Ich kam schon so mit meinen ersten Skizzen oder Ideen, was ich gerne machen würde. Etwas, was schon relativ fix war. Dann die anderen Sachen, die noch ganz offen waren, wo ich nur einfach so das Gefühl hatte, das würde ich gerne mit denen mal ausprobieren. Du bist in dieser Interaktion und das beeinflusst ja auch das ganze Stück, weil auch die Ansätze, die bei mir in der Arbeit sehr oft sind, also die sind auch zwischen fix notierten Sachen. Dann gibt es Spielräume, sage ich mal, wo die Interpretation vom Musiker gefragt oder seine Persönlichkeit oder als Musiker. Und das entwickelt sich dann am Ende zu einer fixen Partitur. Aber das ist ein Weg, den sehr oft ich zusammen mit Musikern also gehe. We have multiple identities in the real life web. So who is defining your identity? Is it you? Is it your surroundings? Is it you a member of this troupe? In the digital world, you have a new identity every day. Die Leute, wie die sich in sozialen Medien präsentieren und dann sieht man die live, sehr oft gibt es da ein sehr, sehr starkes Gefälle. Und dann reimt man sich eine Persönlichkeit, die aber de facto so in der Form nur zum Teil da ist. Und also das Stück thematisiert genau das. Also Construct, Deconstruct. Also wie konstruieren wir unsere Identitäten im Digitalen. Ich habe sehr viel von der richtigen Mainstream-Musik gehört, sehr viel Mainstream-Musik produziert und dann auch das in meine Stücke, die jetzt in den letzten 10 Jahren entstanden sind, einfließen lassen. Also das ist beispielsweise Radiohead, Björk, Muse, Queen. Und die sollen aber vielmehr so exemplarisch eigentlich dafür stehen, also für diesen Pop-Aspekt oder diese Klanglichkeit, die so an der Grenze, an den Grenzen irgendwie so ein bisschen ist. Weil wenn ich beispielsweise Björk nehme,
Sie experimentiert sehr, sehr viel also mit der klassischen so Popmusik und dann gleichzeitig Sachen, die sehr experimentell sind. Radiohead, also da gibt es auch so verschiedene Einflüsse, die zusammenkommen. Muse, das ist mehr so Rock, mehr rockige Musik, auch vor allem dieses Album Showbiz. Da gibt es eine Klanglichkeit und Körperlichkeit vor allem in der Musik, die, glaube ich, auch in meiner Musik so ein Stück weit sich so wiederfindet. Irgendwann mal wurde das sehr präsent mit Smartphones zum Beispiel, dass die permanent bei einem da sind. Dann dachte ich mir, okay, also es ist ja eigentlich irgendein magnetisches Feld da. Dann dachte ich mir, okay, es wäre eigentlich interessant, das mal also abzutesten, was das eigentlich ist und was das klanglich bedeutet. Und dann habe ich mit Marcel Schmidt vom elektronischen Studio von Musikhochschule also diese Spulen ausgebaut aus alten Geräten und die quasi als Mikrofone verwendet. Und dann habe ich erstmal alles Mögliche, was irgendwie ein elektromagnetisches Feld hat, abgetestet. Dann gibt es sehr viele Klänge oder sehr viele Felder sind da, die ich dann zum Klingen gebracht habe, die um uns herum sind, aber die sind natürlich nicht sichtbar, so im normalen Zustand, nicht hörbar. Wir nehmen die eigentlich nicht wahr, trotzdem sind die da.